Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir haben da vorne noch ein bisschen was zu erkunden. Und hier ist auch noch was. Nee. Das da. Wir zählen schon als draußen, okay. Also wir zählen jetzt offiziell als draußen, oder wie? So, da kommen drei. Noch so ein Fürst. Ich habe Angst vor den Fürsten. Komm, spring hoch! Spring da hoch, du! Der ist nicht in der Lage, hier hochzukommen. Wenn der Fürst tot ist, können wir uns um die anderen auch im Nahkampf kümmern. Wo liegt der Fürst da? Die Dinger können wir alle verkaufen. Da speichere ich noch einmal. Da ist der Bogenschütze. So, automatisch speichern, nice. Gibt es hier noch mehr von denen? Diese Statue kenne ich doch irgendwoher. Hier fließt Wasser. Tagebuch des Apothekarius, Seite 7. Den Apothekarius im Heiligtum des Gräberpfads finden. So. Wir sind noch lange nicht überladen. Wir haben schon so viel mitgenommen und sind noch lange nicht überladen. Da sind Sturm und Feuer und ein Eisatronach. Und was ist das da? Auch noch ein Atronach, oder? Ist das ein Ubaya? Nee, so ein Sumpfmonster. Da liegt er doch. Der Gute. Mal gucken, wer von denen zuerst kommt. Aber gleich alle vier Elemente? So, Erdelementar. Oh.
Renn! Okay, der Feuerlimitat hilft mich extrem. Hat mich als einziger noch im Visier. Obwohl, die anderen verstecken sich hier noch. Es trifft mich auf jeden Fall auch noch. So, der ist schon mal hinüber. So. Da vorne sind noch mal zwei. Mist. Ja, so darfst du gerne dich verstecken. Habe ich kein Problem mit. Ah, da unten verstecken die sich. Vielleicht einmal speichern. Nur um sicher zu gehen. Ach komm, jetzt genau dazwischen? So, einmal speichern. Ich hoffe, die anderen schaffe ich so. Den Eiselementar. Ja, den schaffe ich so. Nochmal speichern. Kostsalze, Leersalze, Mana-Salz. Leiche des Tagebuch des Apothekarios. Oh, schönes Buch. Ishian. Neugeboren. Set des Fährtenlesers. Eterna-Pfeile, Diadem des Elementaristen. Groschen. Okay. So, hier liegen jetzt 1000 Pfeile von mir. Wo führt das dann hin? Egal, ich muss da hinten noch jemanden besiegen.
nochmal kurz speichern. Weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich den, da liegt noch was. Schlammelementar. Leersalze. Was ist das? Für ein Set? Set des Wandermagiers. Thoriumerz? Thoriumerz nehme ich mal mit. Ich muss mich beeilen. Be 39. Ich hoffe, es. Okay, auf null. Wir brauchen mehr Ambrosia. So. Okay, aber diese Quest hat sich wirklich gelohnt. Auch von den Sachen, die wir bekommen haben. Ausrüstung eines Glücksritters haben wir bekommen. Wir haben Bauplan für die Ausrüstung eines Glücksritters haben wir bekommen. Wir haben einige Zauberbücher bekommen. Wo sind die? So, Testament des Dornkönigs. Was ist hier? Hier sitze ich und wache. Der König der Dornen und der Wurzel, der goldenen Blätter und Ranken. Ein Riese der alten Welt, ein Diener der alten Völker, der Ishian. Ich bin der letzte Spross des Ostens und der letzte meiner Art. Die Einsamkeit in diesen Hallen lasse es schwer auf mir. Denn in diesen Hallen kommt keiner mehr. Die Toten zu bewachen ist meine Aufgabe. Doch solange ich bin, bleiben sie still und stumm. Und niemand ist da, um zu mir zu sprechen. Ich warte. Warte darauf, dass die alten Völker zurückkehren. Doch spüre ich ihren Hall. Doch wenn ich gehen darf, nach den tausenden Jahren, dann ist ihr Hall verklungen. Und ich bin erlöst. Wenn ich erlöst bin, wandeln die Toten wieder aus dem Frieden ihres Schlafes geweckt. Wenn ich erlöst bin, wandeln die Toten wieder aus dem Frieden ihres Schlafes geweckt. Denn mit den verloschenen Hall wird auch die Trauer um sie vergangen sein. Die Jahre zehren an meinen Knochen. Bald, bald ist es soweit. So, das Buch brauchen wir nicht mehr. Es waren jetzt viele Zauber, die wir gelernt haben. Kanal zur Bauernküste. Überleben wir das? Ach so. Moment mal. Da ist wer. Ja, hi. Okay, die sind aber auch schnell gestorben. Stab des Blitzes ist viel wert. Der Präzision. Schockclown.
nehme ihn mal mit. Da ist noch jemand. Hi. Lass uns Freunde sein. Ah, der hat nichts. Einmal kurz gucken, ob hier noch was gibt's. Groschen wenigstens. Okay. Dann auf nach oben. Nachbauen küsst sich Speichereimer, bevor wir da durchgehen. Leuchtsteingrotte entdeckt. Ach, hier bin ich. Ich wollte aber da noch weiter erkunden. Bauernthron entdeckt. Das hier? Rhetorikgeselle, ah, okay. Was haben wir hier? Laubmöwennest. Wir brauchen noch Vogeleier für so einen Typen. Falls er noch lebt. Das ist ja die Frage. So, da sind die Pirschler. Ne, Wölfe. Die haben aber nichts. Und eine neue Eispranke. Hier kämen wir runter zur Bauernküste. Da hinten ist ein Leuchtturm. Da oben ist was. Da will ich hin. Laubmöwennest? Und so sind wir wieder hier am, bei denen. Sind hier noch weitere Nerimesen? Irgendwie, irgendwo in der Nähe? Einfach den Vogel unterm Arsch das Ei geklaut. Ich war aber da hinten noch nicht fertig. Bisschen enttäuschend jetzt, dass ich hier rausgekommen bin, aber auch irgendwie schön. So, gehen wir wieder Richtung Talgrad.
Okay, das mit dem Eis hier sieht gerade richtig krass aus. Hier noch jemand? Nee. Das sieht eigentlich aus wie so ein Gletscher. Ist das hier ein Gletscher? Parks letzte Wacht. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen so auch an Game of Thrones mit der Nachtwache und dann das mit den Verlorenen hier auch ein bisschen an an den Nachtkönig, die weißen Wanderer und so. Ich war kurz am Überlegen, wie heißen die nochmal? Das haben wir noch nicht markiert. So. Familiengruft der Dal Marak. Ach komm, machen wir mal mit. Irgendwie, wenn da ein Dal im Namen vorkommt, bin ich neugierig. Ach, hier ist noch einer. So, jetzt sind die aber hinüber. Was haben wir da? Set des Fährtenlesers, Leiserschritt des Fährtenlesers. Amphore, Indralea Groschen, Smaragd, Groschen. Mentalismus, Gesellschaft, nehme ich mal mit. Gibt's hier irgendwas? Ich kenne nichts. Hier waren jetzt nur Anomalien, aber ich sehe keinen Durchgang oder sonstiges, wo ich weiterkommen könnte. Okay. Dann ist hier auch nichts. Außer diese Truhe. Und ich kann es gar Unsichtbarkeitstrank. Einfach. 8 Sekunden. Was ist da hinten das? Ach so, Talgard. Okay, gehen wir jetzt mal weiter. Ich fand das ja gerade aber auch richtig spannend, so mit dem Apothekari, der Tagebuch. War doch Apothekari, oder? Oder Arkanist? Apothekarius, genau. Und ich finde das mit der Straße hier interessant, warum es hier so stabiler aussieht als ein Ark. So, da waren wir ja drinne. Gehen wir mal weiter.
Was erwartet uns noch hier? Über Türen. Ich sehe jetzt schon 2. 3. Und ein Zweigling. Matronachen. Sind wir jetzt eigentlich stark genug gegen die? Also. Jo, die nehmen uns auseinander. Ja, ich hab... Der rennt auch schon weg. Ich glaube, das passiert immer nur, wenn man kurz davor ist, irgendwie drauf zu gehen. Das hängt mit einem Skill von mir zusammen. Mist. Dum 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 dum. Du kannst dich nicht verstecken. Bitte einmal drauf gehen hier alle. Noch jemand da? Okay, am letzten tapferen Jägers? Warum hat der sowas eigentlich? Wahrscheinlich aus dem Bauch geschnitten oder so. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. Also kein Wartür mehr. Ach, Wölfe. Können wir das hier nochmal kurz looten? Trankmischer-Trank. Hier geht es jetzt in zwei Richtungen. Ich gehe zuerst in diese Richtung, weil das kürzer ist, und gucke mir mal an, was es da zu finden gibt. Außer von der, mit Ausnahme der Höhle. Elementaristen wieder. Die Elemente. Äh,
Okay, den bin ich losgeworden. Den da noch. Hier geblieben. So, Wegestreuen Pfeile. Schlachtaxt beschwören. Eterne Handschuhe nehme ich mal mit. Blitzrune. Krankheitsheiltrank. Gibt's hier noch was? Ne, aber da unten gibt's irgendwo eine Höhle. Und Krustenbrot einmal essen und nochmal speichern. Eremitenhöhle entdeckt. Gesucht im Namen des Ordens. Der Brigant Kroko hat sich zahlreicher gemeingefährlicher Verbrechen schuldig gemacht. Darunter Plünderung, vielfacher Mord und Wegelosigkeit. Ohne jegliche Rücksichtnahme auf das Wohl der Gemeinschaft. Jegliche Hinweise, die zu deiner Erfassung führen, werden großzügig entlohnt. Ist er da drinne? Würden ein geografischer Überblick. Gibt's da Bilder? Jo, Bilder gibt's tatsächlich. Länder der gottlosen Welt, die Skarak-Inseln. Die Skarak-Inseln sind eine Anordnung vier großer und mehrerer kleiner Inseln in der Nähe des vergangenen Meeres. Aufgrund dessen Versuchen sind die Skarak-Inseln spärlich bewachsen, felsig und ungastlich. Entschuldigung. Beherrscht werden die Inseln von drei barbarischen Stämmen, die untereinander in ständigem Krieg stehen. Als Matriarchate stehen an oberster Spitze die Stämme der Knochenleserinnen, Hexen, die behaupten, über Wildmagie in Kontakt zu den Toten zu stehen. Mia, Arana? Arkvent, Tiermatral? Ich nehme das mit. Eremitenhöhle. Nochmal kurz speichern. Ich hoffe, jetzt sind hier mal keine Untoten. Sternlingshelm. Auch wieder 8 Sekunden. Wegestreuen Streitkolben. Einmal bitte drauf gehen, ja? Oh, ich dachte schon, ich gehe jetzt drauf. Hat er was? Ach toll, der Stuhl will jetzt... Jetzt will der anfangen runterzurutschen.
nervt. Nur so als Info, ich habe ihn immer noch nicht präpariert oder angefangen zu präparieren. Er hat nur Feuersalze. Stellungspfeile, Stärketrank. Genesungstrank exklusiv. Okay, zum Pennen haben die hier nichts. Mehr ist hier auch nicht. Mit Ausnahme diesen ein Gang ist, oder warte mal. Jetzt hier vielleicht doch irgendwie irgendwo weiter? Nee. Auch nicht weiter nach unten. Nirgendwo. Warte mal. Wo lagen die jetzt? Wildmagierin? Wildmagier. Haben die das Ding einfach nur so hier aufgehängt oder wie? Oder der eine Magier, der hier war, war das vielleicht der? Wenn ich weiß, wo der lag. Hier. Auch Wildmagier. Genau, ruft euch eure Tiere gleich. Oder auch nicht. Boah, das nächste Mal, wenn ich in Ark bin, definitiv Essen kaufen. Kann ich Ark eigentlich so wieder normal betreten, oder? Oder ist da jetzt eine Barriere und man kommt da nicht mehr rein und raus? Ich glaube, ich habe Stimmen gehört. Burg Brandenfels entdeckt. Ach, es geht noch weiter dahin. Wo kommst du denn jetzt her? Erstmal den Bogenschützen da loswerden. Der macht mir nämlich die meisten Probleme.
will der hin? Ach so. Okay, so ein Obaya ist doch nicht so stark oder gefährlich, wie ich gedacht hatte. Oh, der Stuhl. Einen Moment. Das ist die Frage, gibt es hier noch mehr zu finden? Einen roten Apfel. Essen nehme ich immer gerne mit hier. Hüterbogen des Arkanzorns. Erstmal gucken, ist der besser oder? Nö. Das führt nach draußen. Hä? Ach so. Ich wollte schon sagen, ich gehe nach oben und komme unten an. Ja, gab voll Sinn. Aber ja, okay. Wenn man dann an eine Leiter kommt. Poplan-Assassin-Handschuhe? Nehme ich mal mit. Werkzeugkasten. Sackdurchsuchen und Groschen. Benötigt einen Schlüssel. Gibt's hier einen Schlüssel? Okay, dahinter ist nur weiß. Bin ich in der Lage, den Schlüssel zu sehen? Was haben wir denn da? Set des Nemesis. Bayer ruft eine Rang 1. Ich glaube, an den Schlüssel kommen wir nicht. Ich hoffe aber, wir kommen mal an einen Ort, wo wir unsere Vorräte aufstocken können. Sterlingskriegsaxt. Hier gibt es Kanonen. Weil ich brauche langsam was zu essen. Aber die Berge will ich auch noch erklimmen und mir ansehen, was es da ja zu sehen gibt. Okay, da ist eine Königskrabbe. Mehrere. So, die Erfahrungspunkte gönne ich mir jetzt. Na, ihr Klein? Hier ist nur eine Säge. Komme ich von hier an den Leuchtturm oder? Wo genau bin ich jetzt schon?
Was läuft da? Banditen? Nerimesen? Was ist das? Marodeuren. Hat mir wem gefallen? Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ist das alles? Das ist ein Marodeur. Oh, großer Käsestück, nice. So. Essen haben die jetzt, glaube ich, abgesehen von dem großen Käsestück, jetzt nicht gehabt. Apropos, ich muss jetzt was essen. Roter Apfel. Nicht mal ein Schlafplatz. Gar nichts. Frostzorn. König Lüster und die Bauernmark Devot hier. Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Okay, irgendwo in dem Bereich. Ja, so geht's auch. Goldbarren. Grabstein, Lehrbuch, Schwerrüstunggeselle, Feuerelementar rufen und... Okay, die beiden kennen wir schon. Okay, das speichern wir einmal und dann gehen wir weiter. Ich finde schade, dass hier nirgendwo einen Platz gibt zum Pennen. Nicht mal ein Schlafsack, das einfach so random rumliegt. Okay, da haben wir jemanden. Alter! Ich werde hier drauf gehen. Keine Chance. Der eine da übertreibt. Der eine da übertreibt ja mega. Gut, dass wir hier gespeichert hatten. Ja gut, ich würde diesen Urlaub hier mal vorzeitig beenden und den Weg wieder zurückgehen. So, aber dann haben wir... Oh, da geht's sogar noch weiter. Ich glaube, das gehört komplett irgendwelchen Banditen und Wildmagiern und so weiter. Talgard, das gehört komplett ins Skarax. So,
Also ich glaube Pulverwüste, Herzland und ja, Pulverwüste und Herzland und die Sonnenküste sind noch wirklich groß von Menschen bevölkert. Ah ja, und hier die Schneefelstabelle, ne? Zwischen Kristallwald, Düstertal und das gehört. Das hier gehört noch zum Nordwindgebirge. Apropos Nordwindgebirge. Wenn ich jetzt Richtung Schneefelstaverne gehe. Ne, ich muss dafür. Für das Wrack der Morgentau. Durch den Kristallwald. Ich frage mich, ob wir schon in der Lage sind, dort ordentlich durchzumarschieren. Da chillt jemand. Woher kommen die Toten und Untoten jetzt hier? Die waren doch vorher nicht da. Wo kommen die auf einmal her? Ach ne, hier war ich gar nicht. Dum 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 dum. Autsch. Verdächtiges Erdhaufen? Ja, ein bisschen Grabschinden. Groschen, Ring des Schattenmagiers und Smaragd. Wer liegt denn hier? Vielleicht derjenige, dem das hier alles gehört hatte? Ich habe den Bär nicht gesehen. Wo kam der denn auf einmal her? Hä? Steckt er wieder ein? Aber dann haben wir erst einmal die, wie heißt das? Den Golden Forst erkundet. Fürs Erste. Auch wenn wir noch nicht wirklich weit kamen. Aber jetzt will ich auch erstmal ein paar Nebenquests erledigen, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Gibt ja noch so viel zu sehen, zu erleben. Wir haben noch so viele Quests offen. Und ich glaube, sobald wir den Zeppelin da, nee, Luftschiff. Oder wie heißt das? Auf jeden Fall das, ich sag jetzt einfach Luftschiff. Sobald wir den repariert haben, glaube ich, ist nicht mehr so viel von der Story übrig. Und ich weiß nicht, ob es nochmal danach einen Weg zurück gibt ins freie Spiel. Ach, hier sind wir wieder. Der wollte ernsthaft Stress? Ach, hatten wir schon. Okay. Keine Ahnung, was mit dem Hirsch war.
Sorry, ich genieße gerade einfach nur die Musik. So, irgendwie... Irgendwie ist die Musik einfach so schön, dass ich manchmal einfach wirklich mal die Fresse halten will. Und einfach nur lauschen. So, hier sind wir jetzt genau an der Kreuzung Richtung Bauernküste. Dum 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 dum. Boah, ich hatte gerade Angst gehabt, dass ich durch den Boden glitsche. Was wir zum Teil gerade hatten. So. Die Frostpassage haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, oder? Haben wir die schon mal gemacht? Oder waren wir hier immer? Ich glaube, die Frostpassage haben wir noch gar nicht gemacht. Die müssen wir auch noch erkunden. Alter, wie geil das mit dem Nebel gerade aussieht. Boah, ich würde sagen, ich verabschiede mich bei diesem geilen Nebel. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!